Endlich ist es soweit. Ich werde mich jetzt in die Ruinen schleichen, um einen Überblick zu bekommen. Ihr indes werdet nach Tyrat gehen, dem früheren Sitz desjenigen, den die Menschen den Schöpfer nennen. Die Klinge gehörte einst dem Königshaus von Arctvent, das vor vielen Jahrhunderten von den Lichtgeborenen ausgelöscht wurde. Ihr braucht es unbedingt, um mir in diesem Kampf zur Seite zu stehen. Tyrat liegt in nördlicher Richtung, aber es ist auf dem Landweg nicht erreichbar. Geht dort hinein. Wenn ihr das Schwert habt, werde ich genau hier auf euch warten. Was ihr da gerade an euch genommen habt, war der letzte Stein, der die Lawine ins Rollen bringt. Na, erinnert ihr euch noch an mich?
Wir sind uns das erste Mal begegnet, als ihr damals nach Arctvent kamt, um mit Arantial zu sprechen. Ich ließ euch gewähren und auch jetzt liegt mir nichts daran, euch an dem zu hindern, was ihr vorhabt. Ich hoffe nur, ihr wisst, was diese Waffe in sich birgt. Indem ihr die Klinge des alten Königs Goth führt, habt auch ihr die Möglichkeit, die Lichtgeborenen zu töten und könnt damit die Vorherbestimmung des Tel Imal Tat erfüllen. Auch, ach, und vergaß ich zu erwähnen, dass unser beider Freund Narazul Arantial dies ganz genau weiß? Gut, er braucht eure Hilfe wohl, denn alleine könnte nicht einmal er sich gegen alle Lichtgeborenen auf einmal stellen. Doch ist ihm auch bewusst, dass ab jetzt nicht nur er das Potenzial zum Tel Imal... Das ist meine Warnung an euch. Und nun fragt ihr euch eventuell, was mir so sehr an der Person des Schattengottes liegt. Es ist ganz einfach. Ich, Arkt, der Herr über Arctvent, bin auch ein Schattengott. Überrascht? Oh, es ist eine ganz einfache Sache. Meine Welt ist eine andere als die eure. Und deshalb ist ihr Schattengott auch unabhängig vom Tel Imal Tat dieses Landes. Und da ich nun eben ein Schattengott bin, will ich den Schattengott Nerins nach Kräften bei seinem Aufstieg unterstützen. Ihr dagegen, ihr seid aus einem anderen Holz als dieser Wüterich Arantial. Wisst ihr, ich habe eine Vermutung. Ich glaube, dass Arantial unfähig ist, zum Schattengott aufzusteigen. Wollt ihr wissen, warum? Ich vermute, dass sein Vater Tealor Arantial, den ihr bereits in der Paladin-Festung im Norden kennenlernen durftet, ein, sagen wir, offeneres Verhältnis zu den Lichtgeborenen hatte. Als um es kurz zu machen, die Geschichte um Narazul Arantials Herkunft ist nicht ganz ohne Lücken. Wie diese Lücken ausgefüllt werden, wird sich schon bald zeigen. Ich sage euch, wenn Arantial, aus welchem Grund auch immer, dabei versagt, die Vorherbestimmung des Tel Imal Tat zur Gänze zu erfüllen, werde ich ihn fallen lassen und euch bei eurem Aufstieg helfen. Dann werdet ihr der Schattengott werden. Genau das wollte ich euch sagen. Nun bleibt wachsam und traut niemandem. Schwert ist bei euch. Ich habe die Lichtgeborenen beobachtet. Sie halten sich in der Nähe der Turmruine auf und sie zittern. Los, hinter mir her!
Da sind sie! Die Lichtgeborenen, nutzt euer Schwert! Arantial, du hier? Du willst es mit uns Sex aufnehmen? Erodan hast du doch nur durch eine List besiegt. Wir sind dir deutlich überlegen. Überlegen? Fakt ist, dass ihr im Begriff seid zu verlieren. Die Macht, euch zu zerschmettern, liegt hier in meinen Händen. Und mit ihr die Freiheit dieser Welt. Heute wird eine neue Ära anbrechen, eine Ära ohne euch. Meine Magie wird dich in der Luft zerreißen, Arantial. Du allein trägst die Schuld daran, dass uns diese Welt entgleitet. Und dafür verdienst du die Höchststrafe. Arantial, du bist hier, weil du denkst, die Welt dadurch gerechter und besser zu machen. Alle Weltenverbesserer hatten bisher eines gleich. Am Ende warteten sie im Blut derer, die sie zu befreien suchten. Nichts ist vollkommen, Arantial. Nicht einmal du. Es wird Zeit, dass du diese Lektion lernst.
euch strafen. Für die Freiheit. Sie sind gegangen. Spürt ihr auch, wie ihre Kraft nun durch eure Adern fließt? Doch ich zählte ihrer nur 4. 6 waren es insgesamt. Wir sind noch nicht fertig. Ich habe Tyr, ihren Obersten, nicht gesehen, ebenso wenig ihr Lander. Mir liegt besonders viel an den beiden, denn ihr Lander zwang meinen Vater einst für sie zu arbeiten. Und Tyrs Tod ist vonnöten, um der Tell... Ich wette, sie haben sich ihrer Feigheit entsprechend in die Turmruine verkrochen. Thank you.
weißt, wer anders als du. Tatsächlich, da sind sie. Tyr gehört mir. Ihr könnt euch um die Hure kümmern. Halte lieber noch einen Moment ein, Arantheal. Schwätzer! Du hast die Menschheit lang genug beherrscht. Bleib stehen, Narazul. Ich befehle es dir. Mit welchem Recht willst du mir etwas befehlen? Mit demselben vielleicht, das ihr benutzt, um Unseins zu unterdrücken? Mit dem Recht des Blutes, Narazul Arantheal. Mit dem Recht, das mir zuteil ward, als Tealor Arantheal dein Vater von uns schied. Ihr sprecht wie im Fieber! Mit dem Recht als deine Mutter. Ich habe dich geboren, Narazul. Ich, eine Lichtgeborene. Unsinn! Lügnerei! Hast du dich denn nie gefragt, warum wir dich damals nicht töteten, sondern nur unter dem Meer wegsperrten? Warum du so ungewöhnlich mächtig bist? Warum die Zeit dir weniger anhaben kann als den anderen Eterna? Aber nein! Du trägst das Blut der Lichtgeborenen in dir, Narazul Arantheal. Was du bekämpft hast, war seit jeher ein Teil deiner selbst. Du bist mein Sohn. Also halte ein. Unmöglich! Unmöglich! Nein, so kann es nicht sein. Du bist ein halber Lichtgeborener, Arantheal. Dein Schicksal ist besiegelt. So Spottgeburt von Dreck und Feuer! Wage es nicht, mich anzugreifen! Ruhe sanft. Dein Leben war Hölle genug. Ich habe es euch gesagt. Ich habe ihn fallen gelassen. Arantheal hatte das Blut der Lichtgeborenen in sich. Das Blut derer, die er bekämpfte. Während wir gekämpft haben, konnten Tyr und Irlanda fliehen. Sie beide sind die Letzten der Lichtgeborenen. Und Tyr, den die Menschen den Schöpfer nennen, müsst ihr mit eurem Schwert entgegentreten, um die Vorherbestimmung zu erfüllen. Um Teel Imaltar zu werden. Die Frage ist eher, ob ihr dies nicht wollen könnt. Aber bitte, das Portal nach Nerim steht noch offen. Und wenn ihr euch also entscheidet, diesen Weg nicht weiter zu verfolgen, dann muss das Ungleichgewicht ausbalanciert werden. Somit habt ihr wohl keine andere Wahl, als das Gleichgewicht auf eine andere Art und Weise wiederherzustellen. Wir müssen die beiden aufsuchen. Tyr ist ein rationaler Denker, das weiß ich. Er wird erkannt haben, dass sich zu verstecken nichts nützt und deshalb zu seinem Thron nach Inodan geflohen sein. Leider können wir Inodan nicht auf magischem Wege betreten. Diese Möglichkeit wird nur den Lichtgeborenen zuteil. Sagt, hattet ihr nicht einmal ein Stelldichein mit dem Sternenvolk? Mit denen, die gen Himmel zu fliegen wünschen? Übrigens, nehmt besser den Seelenschinder mit. Dieses Schwert ist zu einzigartig und gefährlich, als dass es hier im Staub liegen bleiben und irgendwelchen Plünderern in die Hände fallen dürfte. Ausgezeichnet. Ich bringe uns nach Anku. Aber die Verhandlungen mit diesem König. Die übernehmt wohl besser ihr. Da vorne ist dieser seltsame Kauz.